weiß überhaupt nicht, wo fahren wir überhaupt, als wir das letzte Mal DayZ gespielt haben, also als Aufnahme. Ich habe nämlich keinen Plan. KP, Alter. KP, wo ist das denn? Ist das auch eine neue Stadt? Das ist die neue Stadt über, kennst du das? Über Taipei. Taipei 101. Aber das steht doch, wo steht der? In Japan. Wir sind also in Japan? Oder nee, wir waren in Japan. DayZ Japan Mod Folge. Hä? Voll cool. Would play. Leider gibt's hier ja keine Custom Maps mehr. Das hat aber so ein bisschen Frische reingebracht, das fehlt einfach jetzt. I find this very boring. Ja, ist halt so, ne? Wenn man keinen Bock mehr hatte, konnte man sagen, jo, lass mal in die Wüste gehen, da wo noch weniger los ist. Kann man jetzt nicht mehr. Ich hab voll die James Bond Pistole. P1 Pistol. Pimmel 1. Yeah. Yeah, Digga! Was hast du gerade gesagt? Maximal pigmentierter. Wo springe ich denn auf meiner verfickten... Nigel. Nee, hier habe ich Leertaste. Aber hier müsste ich doch normalerweise springen. Wo springe ich denn? Springe ich auf der Taste? Ich habe schon eine Firefighter-Axt. Ja, und wie scheiß meine Springentaste funktioniert. Ich gerade erfahren, für eine News, dass Walking Dead am 12. Oktober weitergeht. Die Serie. Ach, die TV-Serie. Ja. Ich habe ein Problem, ich habe nur voll wenig Frames. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Der DayZ, ne? So kann man dann natürlich auch argumentieren. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Woran denn? Dass ich da einen Monitor drüber laufen habe. Ich hoffe, das funktioniert jetzt endlich. Doch du ertrinkst in deinem Blut. Das beschreibt es sehr gut. Ich hasse Alt-Tab und ich hasse es, dass dann sofort Zombies kommen. Und ich hasse Papa. Ja, I feel blood dripping off my body. Ja, das ist ja wirklich herzallerliebst, aber mir wär's lieber, wenn einfach nur ein T-Shirt hier liegen würde. Aber das ist, weißt du, normalerweise sind in dem Spiel überall T-Shirts nur. Man findet sonst nichts. Aber jetzt ist es der Fall, dass ich Rucksäcke finde. Ist halt ein Rucksack-Rapper, was willst du machen? Rucksack-Server ist das hier. Ist halt ein Rucksack-Rapper. Was laberst du, Dödel? Gesicht. Vorhin die erste Stunde Dingens gespielt, Rayman Legends. Gesehen, da dachte ich mir so, Alter, dem muss echt langweilig sein. Und ganz schön anspruchsvoll, das Spiel, ey. Und ganz schön cool. Ist ja fast wie Grid. Ja, das ist ja anspruchsvoll. Und cool. Aber weißt du, das ist so richtig leichte Unterhaltung, weißt du? Was ist leichte Unterhaltung? Rayman. Ich denke, das ist anspruchsvoll. Ja, geht. Also ist halt ein... Das kann echt nicht wahr sein. Macht Spaß. Ich laufe Richtung Berezino. Für den Fall, dass ich in Berezino spawne, kann ich mich selber looten. Hier ist ja auch dieses große Tscherno-Haus. Wow. Ich dachte, es steht nur in Tscherno. Du bist in der ganz, ganz neuen Stadt. Ja. In Town. Jetzt habe ich auch keine Crossbow bin ich. Verrückt. In Crossbow bin ich unterwegs. Daryl stürmt die Bude. Gesichert hier! Gott, das kotzt mich jetzt gerade schon wieder so an, dass ich jetzt einfach nur dumm verbluten kann. Oh, Bag of Beans. Und was habe ich das denn verdient? Ich weiß auch nicht. Das muss ein Hurensohn gewesen sein. Sonst geht's dir gut, ja. Ja, mir geht's gerade zu gut. Ich merk das schon. Das muss man ein bisschen unterbinden. Ich weiß. Ich muss man ja ein paar Schellen oder so. Klatscht ist aber kein Beifall. Ballfall auch gerade. Der Ball fällt, weißt du? Der klatscht es auch nicht. Ey, gestern, ne? Ich hab ja nichts gegen Behinderte, muss ich ja schon mal sagen, Freundin, ne? Ist gelogen, Pascal hat was gegen Behinderte. Aber gestern. Der hasst Behinderte. Hab ich mich gesehen, da standen zwei in der Kasse. Der eine Behinderte mag den anderen nicht und der eine, der kann nicht sprechen. Ich weiß gar nicht, warum der ohne Begleitung rumlaufen kann. Der schreit immer nur so rum. Ich frage mich auch, warum du eine Begleitung rumlaufen darfst. Aber. Tja. Und dann, hat er sich umgedreht und die mögen sich irgendwie nicht. Und dann hat der eine einfach übelst auf die Fresse gehauen. Oh, voll heftig. Auf die Fresse. Da mussten wir ihn rauswerfen.
Du auch gerade. Musst den mit rauswerfen. Stand zu nehmen, hast gesagt. Nee, du, 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 du. Das geil schleift einen erwachsenen Mann vor die Tür. Der kommt uns immer nur bei uns rein und kauft sich eine Mickey Maus. Ist doch auch gut. Gut. Ja, scheiße, ey, das ist so behindert. Ich hasse dieses Spiel. Voll geil. Mann. Wirklich. Es ist unerträglich scheiße. Ich muss irgendwo sterben, wo ich mich selbst wiederfinde und mich sonst keiner findet. Und dann muss ich hoffen, dass ich einen Beresino spawne. Wahrscheinlich spawne ich dann irgendwo im Süden oder so. Bestimmt hier oben im Norden. Also das würde ich gerade noch ertragen, dann würde ich sagen, okay. Was ist denn hier? Botten Zucchini. Sehr geil. Ess die mal lieber. Habe ich vorhin schon zum Mittag gegessen. Die Farbe schwindet. Und ich kann mich nicht retten. Ich muss nochmal kurz checken hier. Ich kann mich nicht retten. Nein. Ich kann keinen Wollcode zerreißen. Ich kann keine Hosen zerreißen. Schusssichere Weste kann ich auch nicht zerreißen. Guck mal, ich habe sogar ein Salinbag, ne? Ich weiß nicht, wenn ich nicht so ein Hurensohn wäre. Und keine Bandage. Wie komme ich eigentlich auf die Idee, keine Bandage zu haben? Ah, da vorne sind die Apartments. Weiß ich doch auch nicht. Wurdest du schon von Suarez gebissen? Ich dachte, du kommst hier mal her und rettest mich. Wie soll ich denn so einen Weg laufen? Und was ist der Fall? Skull schert sich einen Dreck um mein Leben. Ja. So normal. Er sagt sich nur, der Hurensohn, der soll mal was sterben gehen. Was anderes erwartet? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ja, richtig so. Ich wusste gar nicht, dass hier so viel Wasser ist. Das ist neu. Waterworld. Das ist so richtig schön eckig. It's water, cause he drinks water. Spannung kennt keine Grenzen. Ich hätte jetzt echt schön looten können, aber jetzt kann ich eigentlich nur noch meinen Körper retten. Nicht. Mein Loot. Wahrscheinlich despawnt der mittlerweile bei der Version, ne? Innerhalb von einer Sekunde. Garantiert. Ich hoffe das sogar. Mann, ich habe für alles Munition. Und für jeden. Hier war wirklich nie Wasser. Ich weiß es ganz genau. Hier lagen wir mal und haben gesniped und da war nie Wasser. Und dieser See, der war auch nicht da. Meresino. Bei dieser Waldzunge, die zum Militärlager führt, da wo wir mal mit unserem AS-50 drin saßen. Mhm. Und uns in die Hose gemacht haben. Alter, das war die krasse Brücke, ey. Alter. Scheiße, ey. Das ist eine krasse Stadt hier, ey. Über 7 Brücken musst du gehen, Pascal. Glaube ich auch langsam. Ohne Scheiß, warum habe ich keine Springtaste? Warum funktioniert die nicht? Laufen wir halt um 10 oben. Ist ja eh viel einfacher. Ich weiß doch auch nicht. So, jetzt gehe ich in dieses Haus und schließe die Tür. Gehe ich hier die Treppe hoch und öffne die Tür da unten, was mir aber nichts bringt. Kann ich jetzt bitte mal sterben? Wie kann ich das irgendwie beschleunigen? Ich habe nicht mal was Verrottetes zu essen. Sehr geil, PU-Scope. Und nur eine Waffe. Ich kann mir nicht mal selber ins Gesicht schießen. Was ist das denn hier wieder für ein Scheißhaus? Weißt du, dieses Haus enttäuscht mich immer wieder. Denk mal, ich habe das Nutella schon gekauft. Das ist unmöglich. Oh nein, das ist wirklich die größte Scheiße, die ich hier erlebt habe. Also, Pascal, um dir die Sachlage auch nochmal zu erklären. Ich habe mich in einem Haus versteckt, da wo kein Mensch hingeht normalerweise, um da mein Loot zu schützen, indem ich ihn verstecke. Was passiert, kurz bevor ich jetzt gerade bewusstlos geworden bin? Jemand findet mich. Tada, tada, beste, schön. Er wird sich freuen. Mhm, der denkt sich jetzt, ach, der ist einfach vor meinen Augen umgefallen und hat 1000 gute Sachen und unendlich viel Munition dabei. Die lasse ich besser liegen. Ich hasse mich.
Na gut, wenigstens bin ich auf dem Berg der Wichse gespawnt und zwar ganz oben drauf. Ich verstehe das noch nicht so ganz, warum sie die Weitsicht so mega runtergeschraubt haben. Finde ich ein bisschen unatmosphärisch, wenn ich das mal sagen darf. Kann man nicht mal so weit gucken? Nee. Vielleicht ist es einfach nur bei mir irgendein Grafikfehler, aber ich kann auf jeden Fall bei weitem nicht mehr so weit gucken, wie ich das früher konnte. Ich habe keinen guten Ausblick, ich renne hier gerade zwischen zwei Bergen entlang. Also ich kann noch die Landmasse sehen, aber ich kann darauf keine Objekte sehen und keine Bäume. Also ich weiß, dass da hinten das Airfield ist und ich sehe auch das Land von dem Airfield, aber ich sehe das Airfield an sich nicht. So ein bisschen kacki es ist. Vielleicht um... Oh, jetzt bin ich echt gestorben, hab gar nichts mehr. Leistung einzusparen. Ja, aber es hat ja vorher auch funktioniert. Ich möchte gerne selber meine Leistung... Immer noch nicht sehr gut. Meine Leistung einstellen. Jetzt kann ich wenigstens wie so ein Spasti zum Airfield laufen. Das, was ich schon 600 Millionen Mal gemacht habe. Ich hätte jetzt gerne mal was anderes gemacht, aber ich musste jetzt wieder mal sterben. Zu welchem Airfield? Ja, zum nordöstlichen. Zu welchem denn sonst? Weil ich ja so originell gespawnt bin. Ich würde gerne mal zum westlichen, aber... Naja, da brauche ich erstmal Ausrüstung für. Oder nicht? Oh. Absolutely, brutally. Da ist schon mal ein Sniper-Scope-Haus. Wieso benutze ich eigentlich nicht meine Autolaufen-Taste? Oh, das ist so eine Wohltat! Muss ich mich immer dran wieder selbst dran erinnern. Ich vergib mich auch zum Nordöstlichen. Will sich doch nur wegsnacken und meinen Loot haben. Du mieses, dreckiges Schwein. Da liegt wahrscheinlich ja sowieso nichts am Airfield. Haben die das nicht um zwei Hangars sogar erweitert? Ich sehe da zwei Hangars, aber ich weiß nicht, was die zu bedeuten haben. Also in den letzten Changelogs. Warst du nicht sogar noch der Meinung, dass du da irgendwo noch ein Militärcamp gefunden hast, wo du nördlich gelaufen bist? Ja, aber das war nur ein so ein Scheißhaus. Weißt du, so. Es sieht aus wie ein Militärcamp, das ist auch so eine Umzäunung drum und so ein komische Wachtürme, aber da ist dann nur ein so ein. Dieses Haus, wo man nicht rein kann, was aussieht wie eine Militärbaracke, aber keine ist. Das ist ja richtig geil dann. Oh, das ist jetzt sehr praktisch, wenn ich das mal sagen darf. Was für mich auch sehr... Voll geil, dass ich jetzt wieder den ganzen Berg runterlaufen darf. Ich war echt ein bisschen motiviert. Der hat mich jetzt schon wieder zweimal zu oft ins Knie gefickt gerade. Jetzt nicht sofort was extravagant, sexy, geiles finde. Hast du gerade aufgehört, Daisy zu spielen? Ist das richtig? Nee. Ich hab gestürzt. Ach so, bestes Spiel. Gott! Ich möchte Arma 2 Daisy spielen. Da möchte ich damit AS-50 auf Leute, die nichts haben, schießen. Das hat Freude bereitet. Wir müssen hier echt mehr Waffen reinschmeißen und zwar viel mehr. Viel, viel mehr. Und nicht nur so eine Bullshit-Dreckswaffen, sondern High-Advanced Military Anti-Material Super Rifles, die Panzer zerstören können. Alles andere ist auch nur Krupps-Zeug. Ist keine Militärsimulation. Doch! Ich möchte meine Militärsimulation zurück. Mit Zombies. Ich laufe zu dem Haus, wo ich eben schon war. Aber jetzt laufe ich da nochmal hin, weil es so schön war. Laufe ich gleich zum leeren Airfield, aber ich habe eh nichts zu verlieren, von daher. Und dann laufe ich in den langsamen, lahmen Norden. Hacking gleich getting banned.
Weißt du was, wie die immer drohen in ihren behinderten Admin-Nachrichten, ne? Kill on site gleich Kick steht da denn oder so ein Bullshit. Wie wollen die das denn jemals beweisen? Du Kameras überall. Das ist doch nur eine Rechtfertigung, damit der Admin alle kicken darf, die er will. Ohne dafür geflammt zu werden. Das wird doch trotzdem, weil er ein Hurensohn ist. Jeder Admin ist ein Hurensohn in DayZ. Das ist nichts als die Wahrheit. Boah, okay. Jesus ist auf meiner Seite. Nicht, dass ich jeweils an Jesus geglaubt hätte. Oh, ein Hemd. Das möchte ich sofort zerreißen und daraus Rags machen. Gott sei Dank. So, jetzt bin ich sicher. Jetzt habe ich Rags. Komme, was wolle. Und ein Sniper-Scope. Und mein Hut. Das ist echt immer ein bisschen seltsam, dass ich den immer sofort finde, wenn ich tot bin. Pascal, das ist ein gutes Omen. Pascal! Pascal! Ja? Was bist du denn da? Ich bin noch im Ladebildschirm. Jetzt bin ich im Spiel. Oh, mein Zwillingsbruder steht vor mir. Bester Mann. Ich hab mich wieder geklont. Oh, das ist fucking gruselig, Alter. Das wird immer besser. Kann ich jetzt alle verpassen und den looten? Ich habe eine Polizeijacke gefunden. Hatten wir das nicht schon mal, dass du dir selbst einen verpasst hast und dich gelootet hast? Guck gerade. Alter, ich kann mich echt selber looten. Voll geil. Ist geil, du Duper. Da wirst du gebannt für, das sieht der Admin. Pass auf. Für die ganze Munition duplizieren. Ey, der Admin, der sieht das. Kannst du mir gleich eine ganze Ausrüstung spendieren, wenn du das möchtest. Ja, ich kann den Rucksack leider nicht mitnehmen. Ich habe nämlich so einen großen Rucksack. Warst du nicht auch hier in der Nähe schon? Oder nicht? In der großen Stadt war ich. Boah, ist ja ewig weit weg. Ich habe eine Polizeijacke, die ist ganz geil. Muss ich schon sagen. Kann man sich geben. Ich fände es lieber, wenn da Polizei draufsteht, anstatt... Ja, wir sind doch hier in Russland Town. Ich dachte, wir wären in Japan. Nee. Ching Chong, Ching Chong Chong. Die haben können doch alle Karate. Und war ich draußen. Du warst, wie, was jetzt? Voll schwül draußen, bei mir. Bei mir zu Hause. Ich war auch schon draußen. Da war Luft. Welche? Da ja, hab ich eingekauft. Das hat Geld gekostet. Ein Laptop, wenn du bei Google Earth rumguckst, weil ich das voll interessant finde. Mach ich voll gerne. Google Earth. Hast dich selbst gestalkt, ne? Finde ich voll interessant. Hast du dir bei den Nachbarn das Fenster reingezoomt? Ich wusste zum Beispiel noch nie, wo diese eine komische Insel ist, wo alle mal hin wollen, diese Fidschi-Insel. Absoluter Alter, Bullshit, die ist am Arsch der Welt. Die ist ja so weit weg von allem. Eben. Die ist ja noch neben Australien. Ja, am Arsch der Welt halt. Ich hatte gestern auch einen sehr komischen Moment, dann saß ich hier nämlich abends um 11 und habe irgendwas auf YouTube geguckt und dann bin ich irgendwie auf einen Link gekommen und dann bin ich auf eine Steroid-Dokumentation gestoßen und dann habe ich mir die eine Stunde lang angeguckt und dann dachte ich mir so, was tue ich hier eigentlich? Eine Stunde lang! Alter, das war aber echt interessant irgendwie, was da für Typen waren, das konnte ich gar nicht ertragen. Und der hatte einen Bizeps, das war nicht mehr menschlich. Weißt du, der hatte unter seinen Armen quasi einen Bizeps, der so groß war wie so ein Kopf. Und das war einfach nur total geisteskrank. Da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Und ich wollte einen größeren Bizeps haben. Aber erstmal so hinsetzen und einfach nur so hirntot hier sitzen und so ein Bullshit angucken. Aber jetzt bin ich voll gut informiert über Steroide. Geil. Dass sie in Amerika alle Steroide nehmen, weil die das alle für cool halten. Alle? Alle. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz die Lederhosen ausziehen, dann kann ich das ausmachen. Ach, was geil. Die Amis, die sind doch alle hohl. Alles Krummszeug da drüben.
Du alle in eine Tüte steckst, Alter. Die stecke ich auf jeden Fall alle in eine Tüte. Wir sind alles Nazis. So wie diese komische Statistik, hast du die gesehen? Nee. Wo Deutschland das Tor gegen ein... Oh. Einmal eiskalt gegen das Haus geflogen. Oh! Boah! Ja. Null Problemo, Junge. Ja, komm, Georg, wir fahren jetzt einfach über die Berge.